Jetzt sollten wir ab Juni die Einzahlungsscheine rot und orange allmählich aus dem Zahlungsverkehr rausnehmen. Ganz simpel gesagt, was ändert sich für einen Bankkunden? Für den Bankkunden ändert sich per se überhaupt nichts. Der hat einfach einen anderen Beleg. Das ist so. Und für die Banken selber? Für die Banken ändert sich sehr viel, weil die Belege sehr, sehr viel weniger fehleranfällig sind, vollautomatisiert verarbeitet werden können. Also es sind eigentlich nur Vorteile damit verbunden. Schnellere Gutschrift, auch für den Kunden, weniger Fehler. Es ist eine gute Sache. Und die Einzahlungsscheine verschwinden die jetzt sofort oder eher allmählich? Nein, die verschwinden in 2 Jahren. Also es gibt eine Übergangsfrist von 2 Jahren, wo die Belege parallel im Umlauf sind. Endgültig verschwinden die Einzahlungsscheine am 1. Juli 2022. Und ab da wird es gar keine mehr geben. Jetzt habt ihr vorher gesagt, noch die Software ändert sich für Firmen. Ist das mit Kosten verbunden? Das ist mit Kosten verbunden, gehe ich davon aus. Es ist aber nicht so eine wahnsinnige grosse Anpassung, sondern man muss einfach die Formate integrieren, die man für die Verarbeitung von dem QR-Code braucht. Das ist aber ein ISO-Standard, der eigentlich in der Schweiz auch bekannt ist oder der im Bankwesen bekannt ist. Das ist eine relativ kleine Anpassung. Aber sie muss gemacht werden. Wenn ihr jetzt den Rot und der Orange, Rot und Orange gibt's alle gewesen, in Zukunft seht, wo seht ihr den? Den sehe ich im Museum. Den gibt es nicht mehr. Die sind nicht mehr in Betracht.